Vom 2. bis 3. April 2016 war die Hohe Wand zum ersten Mal Austragungsort der Borderline-Wettbewerbsserie. Es meldeten sich 31 Athleten aus verschiedenen Nationen an. Bei der Registrierung wird jedem Teilnehmer ein GPS-Live-Tracker ausgehändigt, der die Positionsdaten der Athleten aufzeichnet. So, guten Morgen! Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen und das Frühstück hat euch geschmeckt. Ich langweile euch nicht lange mit irgendwelchen Dingen. Bitte vergesst nicht, jetzt die Live-Tracker und die Datenlogger einzuschalten. Nochmal an alle, Live-Tracker und Datenlogger bitte jetzt einschalten. Und damit übergebe ich an den Stefan für besseres Wetter. Schönen guten Morgen auch von mir. Besseres Wetter kann ich euch leider nicht versprechen. Eher im Gegenteil, wir haben ein Glück, es schneit nicht. Ja, und damit würde ich sagen, Start ist in 4 Minuten. Unser Borderline Adventure Race findet unsere Facebook-Seiten. Ich glaube, seid die meisten befreundet und wer mag, hin und wieder ein Foto, wird uns freuen. Dankeschön und alles Gute und viel Spaß. Bewerbes ist es, innerhalb von 33 Stunden mit dem Gleitschirm fliegend oder zu Fuß die größtmögliche Entfernung zum Startpunkt zurückzulegen und wieder rechtzeitig ins Ziel zurückzukehren. Dabei muss der Wendepunkt mindestens 15 Kilometer Luftlinie zum Startpunkt betragen. Jeder Pilot legt basierend auf Erfahrung und Können seine Strecke selber individuell fest. Normal müssen 20% der Strecke im Flug zurückgelegt werden, da sonst ein Punkteabzug droht. Da die Wetterbedingungen sehr ungünstig waren, wurde diese Regel auf der Hohen Wand auf 10% gesenkt. Der Athlet darf von einem Supporter unterstützt werden. Diese Aufgabe des Supporters besteht in der Organisation der Verpflegung, der Unterkunft und der Bereitstellung von meteorologischen Daten. Darüber hinaus darf der Pilot keine Hilfe in Anspruch nehmen. Die GPS-Tracker-Daten können über die Borderline-Homepage abgerufen werden. So kann man den Bewerb live miterleben. Saufen soll ich auch. Ah, sehr gut. Okay, Siege tut. Am Sonntag konnte ich selber einen kleinen Walk-and-Fly-Flug genießen. Nach dem Flug kommt der Walk.
rauf auf den Berg. Ein bisschen Walk and Fly Feeling, aber ja, nur ein klein bisschen. Wir wollten ja nicht so rein. Die vorderen Ränge sind wohl nicht in Gefahr. Na, zum Glück kann ich hier die Sache ein wenig beschleunigen. Und die ersten Athleten erreichen schon das Ziel. Aber jetzt passt, oder? Gratuliere, Herbert! Danke! Jungs, kommt, lauft noch schnell zur Glocke, ihr kriegt einen tosenden Applaus und ein Gebimmel, den wir jetzt gerne hören, das 30 Stunden Anstrengung wert war. Bravo, großartig. Bleibst noch ein bisschen da. Wie heißt du? Jörg. Michael. Auch Michi. Und wie oft seid ihr schon beim Borderline dabei gewesen? Das fünfte Mal jetzt. Vierte Mal. Sechste Mal. Okay, und wie geht es einem da so nach so einem anstrengenden Run? Du, immer besser. Jedes Mal besser. Viel Spaß. Ja, es geht so. Ich bin mir. Ein bisschen müde, aber okay. Müde? Wie viel hast du geschlafen letzte Nacht? Also, doch 6 Stunden, also das geht. Und da hast du im Zelt geschlafen oder neben der Straße? Wie darf man sich das vorstellen? Im Zelt. Im eigenen Zelt. Und du hast einen Supporter, das heißt, der läuft mit dir mit oder der fährt mit dir mit. Wie funktioniert das? Erzähl ein bisschen was. Genau, mein Bruder hat mich supportet, mit mir mitgefahren, auf der Straße. Hat Zeit aufgebaut, hat gekocht, alles dann. Also dein Bruder, dem bist du ein großes Dank schuldig, oder? Genau, danke. Was ist so die Aufgabe eines Supporters? Worauf schaust du? Was ist dir wichtig? Worum geht's da? Wir schauen, dass immer genug zum Trinken und zum Essen da ist. Ja, ihr geht da. Und immer die besten Radbotwege herauszusuchen, dass ich halt den optimalen Run halt hinkriege. Und bist du auch auf Startplatzsuche für ihn und schaust, wie die Wind- und Wetterbedingungen sind? Ja, für das kann ich zu wenig pflegen, aber ich kann ein bisschen unterstützen, wo man sowas finden kann. Heute habe ich einen Kollegen noch mitgehabt, den Bernhard, der war ein Supporter. Und ja, der kennt sich da besser als ich. Großartig, danke schön. Warum machst du jetzt auf den größten und zwei Jahre drauf? Martin! Martin! Bewegst dich auf dünnem Eis. Ja. Noch eine Stunde bis zum Schließen des Startfensters. Die Glocke wartet schon auf dich. Wer bist du? Simon Oberrauner. Simon Oberrauner. Du hast es geschafft, eine Stunde vor dem Ende im Goal zu sein. Das ist dein Moment. Nimm die Glocke. Bravo. Das ist dein Applaus für die letzten 31 Stunden. Wie war es für dich? Gib uns ein paar Eindrücke. Die Taktik war wirklich entscheidend und man hat viel probieren können und es hat echt Spaß gemacht. Also wirklich ein cooler Borderline. Ja. Ich bin etwa geflogen. Ich bin, glaube ich, recht viel geflogen. Also ich habe insgesamt 5 Flüge gemacht. Und heute ist auch noch drin gewesen. Aber wie viel es jetzt wirklich genau war, weiß ich nicht, aber genug für den Wendepunkt heute. Wo war dein Wendepunkt? Wo hast du umgedreht? Ich glaube, da bei Kriegler. Kriegler im Würztal. Meine Damen und Herren, Sie müssen sich vorstellen, Kriegler im Würztal, das sind rund 50 bis 60 Kilometer entfernt, korrigiere mich, falls ich da falsch bin. Und das muss man in 32 Stunden hinfliegen, laufen, vielleicht schlafen auch noch, hast du geschlafen? Ja, ich hab mir viel Schlaf gegeben, ich habe mir 4 Stunden Schlaf gegeben. Darf ich fragen, wie alt du bist? 24. Und du bist Gleitschirmflieger seit? Seit ein bisschen mehr als 3 Jahren.
3,5 Jahre. Also du bist eigentlich noch ein relativ junger Pilot und schon so wild unterwegs. Ich glaube nicht, dass viele Piloten so viel geflogen sind bei diesen Bedingungen. Was ist dein Ziel in diesem Sport? Wo möchtest du hin? Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht genau. Aber er macht mir wirklich Spaß und ich werde ihn auf jeden Fall weiter verfolgen. Das heißt, du fliegst diese Borderline-Serie mit, jedes Mal, wenn du die Zeit dazu hast. Was ist dein Ziel? Wie viel möchtest du sein am Jahresende? Welche Nummer? Also, letztes Jahr habe ich das Glück gehabt, dass ich es gewinnen habe können. Und ich weiß nicht, wie es dieses Jahr ausgeht. Das ist wirklich eine harte Konferenz und es wird sehr spannend werden. Also, du hast gewonnen vergangenes Jahr. Unglaublich. Und Red Bull X-Alp, ist das ein Thema für dich? Steht sicher auf einer Liste um, ja. Aber du warst noch nicht dabei? Nein, nein. Wann sind die nächsten X-Alp? 2017. Im Juli. Und du hast dich schon gemeldet dafür, oder? Ich glaube, das geht noch nicht. Also, das wird erst freischalten. Alles klar. Gratulation. Ein Shake Hands. Die Siegerehrung ist gegen 5 Uhr. Schaut ja fast so aus, als ob wir jemanden hier hätten, der einen Platz auf dem Podest hat. Schau wieder. Da waren ein paar sehr starke. Er ist noch pessimistisch, wir werden es erleben. Jo, Mann, fährst du bei mir. Alles klar. Alles klar. Extreme Bedingungen. Der nächste kommt und. Hallo. Läutet die Glocke. Bravo, das ist dein Applaus. Dankeschön, liebes Publikum. Wie heißt du? Ich bin der Pascal. Purin Pascal. Pascal Purin, den Namen kennen wir doch. Der ist uns bekannt. Du hast schon beim Red Bull X-Alp mitgemacht. Ist das richtig? Ja, genau. Bis zur Hälfte habe ich mitgemacht. Ja. Also du trainierst quasi beim Borderline. Ist das richtig? Ja, genau. Wir sind da zum ein bisschen Equipment checken und Abläufe ausmachen und halt ein bisschen uns weiterentwickeln für hoffentlich den nächsten X-Alp-Start. Ja. Wie waren die letzten 31, 32 Stunden für dich? Wo waren die Höhen? Hat es Tiefs gegeben? Ma, ja, ein bisschen viel Wind war, hat uns ein paar Mal gehörig umgeblasen. Aber für das, dass man vom Tirol nach Wien fahrt zum Paragleiten gehen, war ich echt voll überrascht, wie cool das da geht. Das lässt sich da und zum Hatschen ist es auch echt hübsch. Schöne Gegend. Und Frühling ist auch noch, das freut natürlich alle Anwesenden. Pascal, vielen Dank, gratuliere. Jo. Großartige Leistung. Okay, danke. Ich bin froh, dass du gesund und glücklich im Ziel bist. Ja, ja. Danke. Spannung bis zum Schluss. Nur noch wenige Minuten bis zum Schließen des Zeitfensters. Bravo, bravo. Hier ist die Glocke, Burschen. Hier. Ihr habt das wirklich spannend gemacht. Wir wollten starten nochmal. Aber haben uns nicht getraut. Warum? War der Wind zu stark oder habt ihr geglaubt, ihr kommt nicht her? Was war der Grund? Eher zu schwach und zu blöd. Das heißt, ihr habt kalkuliert und gesagt, zu Fuß geht sich das aus? Ja. Mit Fliegen? Ich wäre zu Fuß nicht mehr ausgegangen. Ja, wieso seid ihr dann hier? Ja, weil wir irgendwie der Meinung waren, fliegen bringt nichts, also gehen wir halt zu Fuß und vielleicht geht's noch. Ich habe das vor 2 Wochen schon mal probiert, vom Plug-Race habe ich 55 Minuten gebraucht und ja, jetzt waren wir um 7-8 Minuten schneller. Das macht dann doch ein bisschen Adrenalin aus im Rennen. Wie weit wart ihr wegwutschen? Wo habt ihr umgedreht? Wenn ich das richtig am Livetracking auf livetracking24.com gesehen habe, seid ihr zwei immer gemeinsam gewesen? Ja, genau. Wir haben kurz nach dem Breiner Gescheit haben wir umgedreht. Also sind wir nach runtergegangen und dann wieder zurück, aber die Flugdistanz haben wir auch nicht. Breiner Gescheit, das ist wo? An der Rax. Also am Ende der Rax, unterhalb der Gruppe. Quasi an der Grenze zur Steiermark. Und ein letzter kommt ins Ziel. Thomas Hofbauer. Einmal die Glocke läuten. Großartig, Thomas. Gratulation. Du machst es noch spannender als die zwei Burschen. Ja, die Feldnerin hat es in sich. Vor allem der Zustieg über den Wandsteig. Hätte ich fast übersehen. Ja, die Steirer unterschätzen da die niederösterreichischen Alpen ein bisschen, kommt mir vor. Genau, ja, aber sind trotzdem ausgegangen. Um 40 bin ich eingestiegen und jetzt bin ich da. Du bist um 40 warst du am Fuße der Föllerin.
Und jetzt haben wir es, 58, 57. Ja, das passt. 17 Minuten die Völlerin, das ist rekordverdächtig. Gut, du bist ja völlig ausgeruht gewesen, du hast ja nur vorher 30 Stunden, 32, fast 33 Stunden bist du gelaufen. Wie viel hast du geschlafen? 4 Stunden circa. Also gemütlich. Und wo war das? Wo hast du den Wendepunkt gemacht? Circa 6 Kilometer nach Mariazell. 6 Kilometer nach Mariazell. Also dann gehe ich fast davon aus, dass ich hier mit dem Sieger spreche. Oh, keine Ahnung, also vielleicht die Mürztaler Runde noch weiter ausgedehnt haben. Ja, da gehen uns noch ein paar ab, also wenn es die nicht noch in ein paar Minuten hier, fast schon Sekunden hier reinschaffen, dann glaube ich, müsstest du sein. Großartige Leistung, Wahnsinn. Vielen Dank, wir sehen uns vermutlich am Podest. Kleinen Applaus, großen Applaus bitte. Thomas Hofbauer, Red Bull X-Alps-Athlet, Gerhard Gold, Red Bull X-Alps-Athlet. Tolle, tolle läuferische Leistung. Hier werden die Daten der GPS-Logger ausgelesen und die Flüge ausgewertet. Und natürlich der Sieger ermittelt. Österreichischen Aero-Club, Präsident vom Niederösterreichischen Aero-Club, Präsident Roland Dunger. Servus Roland, grüß dich. Du bist heute hier, um mit uns die Siegerehrung zu begehen. Das freut uns sehr, dass du hier vorbei bist. Nachdem das unser einziger niederösterreichischer Bewerb sein wird, unser einziger Zentraler, werden wir den niederösterreichischen Landesmeister hier küren. Wir haben die erste Serie Borderline heute hier zu küren. Und da gibt es auch bereits den ersten Preis. Ich habe mich extra dafür eingesetzt, dass auch der Brechene was bekommt, weil ich war nämlich immer Vierter und ich habe nie was gekriegt. Und deswegen kriegt der Vierte hier bei uns auch etwas. Das ist der David Schweiger. Natürlich nur, wenn er da ist, der David. Komm mal raus, David. Warum bist du so komisch? Gratulation, David. David, gratuliere. David, du musst da weitergehen. Auf dem dritten Platz, Schneider Michael. Alle haben so einen eigenartigen Gang hier. Gratulation. Gratulation. Ja, der Michael war 39,65 Kilometer weg. Er ist davon 11,66 Kilometer gelaufen und geflogen, Verzeihung, danke. Und gelaufen ist er sagenhafte 107,11 Kilometer. Das ist ja ganz unglaublich, das verdient einen extra Applaus. Genau, bitte aufs Podest. Auf dem zweiten Platz Simon Oberauner. Noch ein Handblick-Check. Simon, gratuliere. Super Leistung. Du junger Bursche. Wahnsinn, da können wir uns sofort anschauen, wie das zu tun. Und auf dem ersten Platz, warte, das kann ich jetzt nicht lesen. Auf jeden Fall ist der 95,24 Kilometer gewalkt. Ist das Walking? Ich glaube, das war mehr Running. 30 Kilometer geflogen und nachdem das ein Fliegerbewerb ist, bin ich ganz stolz, dass der bei diesen Wetterbedingungen 30 Kilometer geflogen ist. Nicht viele hohe Wattgelosten sind 30 Kilometer bei den besten Bedingungen hier geflogen. Bei den größten, und es gibt kein anderes Wort, Scheißbedingungen, 30 Kilometer zu fliegen, das ist sensationell. Lieber Thomas Hofbauer, komm heraus, du bist sensationeller Sieger. Erster Platz geht an dich, großartig, ein Wahnsinn, wir sind stolz auf dich. Und jetzt alle aufs Podest mit euch. Liebe Werner,
übernimmt jetzt die Choreografie, weil wir möchten ein schönes Siegerfoto haben, solange wir noch Tageslicht haben. Man will gleich alle davonlaufen, stellt euch mal auf. So, Pokal jetzt 1, 2, 3, die Hand warten. Gratulation den Athleten für ihre hervorragende Leistung. So, wo ist der vierte? Den ist daneben. Bitte bleiben. Jetzt machen wir noch schnell die Ehrung, die Siegerehrung vom niederösterreichischen Landesmeister, lieber Gerhard Gold. Es war sehr schön, hier auf der Hohen Wand einen Borderline-Bewerb erleben zu dürfen. Vielleicht gibt es ja nächstes Mal. Servus. Danke für eure Applaus. Das ist ein theoretischer Ausfall. Das ist alles wunderbar. Kommt gut nach Hause. Vielen Dank, dass ihr